Also den Wein, was ich jetzt präsentiere, Kuckuck ist ein Vogel und Bica ist auch ein Vogel. Ist der lateinische Name von einer Elster. Und zwar von einem Weingut von Grottenhof, von Bramstader Stefan, vom Schloss, von Hotel Turm in Völz oben. Wie in einem Hotel Südtirol wiederum. Also, der Grottenhof oben macht 4 Weine und eines davon ist eben Bica. Der Stefan Bremstader, der Besitzer, ist ein großer Fan von Ornithologie. Das ist, kommt vom Griechischen. Ornis ist der Vogel und Logie, Logos, ist ja die Lehre vom Vogel. Und er liebt Vögel. Er liebt Vögel. Deswegen hat er eben seine Weine, gibt er alle Namen von Vögeln. Unter anderem auch eben die Bica. Den werden wir jetzt probieren. Ist ein Weißburgunder, ein wunderbarer Weißburgunder von Grottenhof. Grottenhof ist, wenn Sie in Eisack reinfahren, ein Wein, der was ein Hof, der was ziemlich hoch gelegen ist, ziemlich hoch auf jeden Fall auf 600 Meter. Und die Weinberge sind extrem steil. Wir reden jetzt bis einer Steilheit von 70%, was für uns Südtiroler eigentlich sehr viel ist. Die Weine haben eine schöne Säure drinnen, wie es halt die Eisacktaler Weine alle haben. Aber auch, der hat aber auch einen schönen Körper. Die Farbe ist strohgelb, würde ich sagen, oder leuchtend gelb vielleicht noch besser. Jetzt die Nase habe ich vergessen zu sagen. Vor lauter Vögel bin jetzt eigentlich ganz konfus geworden, muss ich sagen. Die Nase ist intensiv, vegetable Noten würde ich sagen, ein bisschen Aromen drin von Äpfeln, von weißen Blüten, vielleicht auch ein bisschen Kaki. Was hier auffallend ist, eine prickelnde, fast eine prickelnde mineralische Säure. Trotzdem ist er sehr voluminös, kräftig auf alle Fälle, aber auch trotzdem schön erfrischend. Ich glaube, der Wein würde auch in vielleicht sogar in einen größeren Glasleine passen, ein bisschen mit mehr Volumen, weil er eben bestimmte Kraft, eine bestimmte Ausdruckskraft auch hat. Und der passt sicherlich sehr, sehr gut auch zum gereiften Käse, auch zu ein bisschen Gerichte, die ein bisschen intensiver sein. Ich würde sogar getrauen, so einen Wein, nicht nur unbedingt immer zum Aperitif, zum Fisch, aber vielleicht würde ich mich sogar getrauen, mit einem schönen Braten zu servieren, weil er eben ein Gegenpol bildet, weil er eben dementsprechend auch eine schöne Kraft hat. Auf jeden Fall richtig, ein toller Wein, da kann man den Stefan eigentlich nur dazu gratulieren. Zum Wohl miteinander.